Ja, und du solltest auch, bei mir ist zum Beispiel der März zum Thema Equal Pay Day, also Lohngerechtigkeit für Frauen ist bei mir, da bin ich dicht bis unter die Haarwurzel und deswegen brauche ich auch Ostern immer 2 Wochen frei, weil sonst kann ich danach, renne ich gegen die Wand, ja, also auch das einzuplanen Ja, ganz oder wenn ich genau. 4 Tage Seminar habe, dass ich dann einfach Freitag, Montag nichts mache. Du musst ja auch Bürotage einrechnen und du Genau, musst das kommt auch, erschwerend hinzu. ja, und du musst Marketingtage einrechnen. Das habe ich auch spät erst gelernt, ja. Also das kostet ja alles Zeit und Planungstage und so weiter. Und das sind alles Dinge, die musst du erstmal abrechnen von dem, was du an Gesamtjahresvolumen zur Verfügung hast. Und dann kannst du anfangen zu sagen, okay, und wenn ich im Jahr das und das verdienen will, dann rechne ich das jetzt mal auf die vorhandenen Wochen runter oder Genau. Tage oder so. Oder Tage, genau. Ja, und dann sieht die Sache nämlich schon wieder anders aus. Dann musst du auch sehr wegen dem Preis gucken. Und dann Genau. erklärt sich's fast von selber, dass ein 30-Euro-Preis nicht möglich ist. Witzigerweise, eine sehr gute Freundin von mir, die hat jetzt gerade noch eine systemische Ausbildung gemacht über ein ganzes Jahr. Und da war eine NLP-Lehrerin, die hat gesagt, 30 Euro die Stunde wäre ein hoher Preis. Ach du lieber Himmel. Eine Lehrerin. Ja, das heißt, also, Joi. die Leute kriegen das dann quasi schon in der Ausbildung. Natürlich, sie hat sich selber aufgeregt, meine Freundin hat sich selber aufgeregt, weil die war selber schon selbstständig. Also die hatte schon einen Laden und so, die Geht nicht, kannst du nicht, also. weiß. Und dann stellte sich hinterher raus, diese NLP-Lehrerin ist gut verheiratet, ja. Ja. Genau.